Moin Moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zum zweiten Teil des großen Preises von Malaysia, beziehungsweise herzlich willkommen zum großen Preis des Chaoses. Also, wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, guckt ihn euch an, der ist crazy. Und oh, wir haben hier sehr interessante Bedingungen. Hier sind nämlich die Intermediates schon draufgezogen worden bei manchen, aber nicht bei allen. Ja, ich brauche gar nicht das eigentlich alles nachzuholen, also die Vorfälle, ne? Sind einige und wir hatten auch am Anfang ein paar Kollisionen verursacht. Lief nicht so, aber jetzt läuft es und es ist gerade Safety Car Zeit. Wir fahren hinter Vettel hinterher. Wir haben aber eine sehr, sehr gute Ausgangsposition aktuell. Es wird trockener und wir haben die besseren Reifen im Gegensatz zu denen, die vor uns fahren, die vielleicht auch an die Box gehen, man weiß es nicht. Sie gehen alle an die Box. Das heißt, ich bin jetzt Platz 1. Und habe damit einen unfassbaren Vorteil allen anderen gegenüber. Damit habe ich alles richtig gemacht. Was man hätte richtig machen können. Boah, ich glaube, das habe ich ja fast noch nie gehabt. Führender im Safety Car. Ja, Mensch. Ja, wie ich das noch mit den Trockentaktik mache, da bin ich mir noch nicht so sicher. Was ich da letztendlich machen werde. Da bin ich mir noch ganz und gar nicht sicher. Perez Zweiter. Bottas hat immer noch Wetz drauf. Haben wir da wieder doch einen Bug? Also ich bin mir da immer noch nicht sicher, ob das hier jetzt dieser Bug weg ist oder nicht. Auf jeden Fall führen wir ja gerade oder fahren wir unsere Kurven alleine, ziehen unsere Kreise alleine mit dem Safety Car aktuell. Aber wir sind Erster, was natürlich echt krass ist. Also Taktik war auf jeden Fall die richtige, die wir gemacht haben. Draußen bleiben während des Regens. Weil das waren 2 Sekunden, 3 Sekunden, die ich dadurch verloren habe. Was kein Problem ist. Ich habe natürlich Glück gehabt wegen Hamilton, das ist klar. Aber dadurch ist auch nur das Safety Car entstanden. Wetterbericht. Noch 10 Minuten Regen. Wir denken, es wird dann trocken werden. 10 Minuten. Okay. Dann wissen wir dann Bescheid. So, jetzt wird wahrscheinlich noch eine Runde gefahren werden. Stroll hinter uns. Wie schnell der Safety Car fahren kann. 230 bei dem Wetter? Okay. Cool. Sollte der Wagen doch schon hinkriegen, das stimmt. Und Bottas fährt nochmal an die Box, wie ich es gesagt habe. Bottas buggt. Gucken wir noch alles buggt. Verstappen offensichtlich. Ich glaube, der ist jetzt jedes Mal draußen gewesen oder so. Fällt jetzt wieder weg vom Safety Car? Wahrscheinlich, ne? Das ist ein Quatsch. Ja, aber mittlerweile sind sie alle jetzt hinter uns, außer Bottas. Der ist jetzt, glaube ich, ganz letzter, oder? Also, das heißt letzter, aber von denen, die nicht überrundet wurden. Ja, was ein Quatsch. Ja, schade. Ich hoffe, das wird in Formel 1 2018 dann besser gelingen. Aber bislang war ich erstaunlich bugfrei hier in diesem Teil. Aber jetzt muss... Also das mit Bottas ist ja Quatsch. Dass der da Wetz draufgezogen hat. Ich hab so viel Angst, dass das Safety Car langsamer wird. Aber das wird, glaube ich, nicht langsamer, oder? Da töte ich mich. Das wäre schon nicht witzig. Das wäre schon nicht witzig. Aha. Dann halten wir mal die Geschwindigkeit. Wir haben auf jeden Fall Stroll zwischen uns, was ganz angenehm ist. Ich halte die Geschwindigkeit. Kann ich auch noch langsamer fahren? Okay, das Safety Car kommt in dieser Runde rein.
nicht wegdrehen. Das wäre bitter. Oh, schade, Mama. Das war ja gechillt. Das war ja mal ganz entspannt. Direkt ein paar Meter bekommen. So wie sich das gehört. Ja, ist jetzt Vettel unser Konkurrent, ne? Ist eigentlich ganz gut. Dann kann ich hier vorbeilassen, kriege ich da 25 Punkte auf Hamilton. Doppelsieg für Ferrari. Ja, das hätte ich nicht gedacht, nachdem wie da auslief. Aber mal gucken. Erstmal muss man dieses Rennen noch zu Ende fahren. Ich kann auf jeden Fall erstmal gut Platz schaffen hier zwischen den. Und meiner Wenigkeit. Das ist schon mal gut. Wer weiß, wie schnell Vettel nachher ist. Die NPCs sind ja echt nicht schlecht hier auf der Strecke. Die Strecke trocknet jetzt ab, aber es wird eine Weile dauern, bis das Wasser nicht mehr auf der Ideallinie steht. Slicks kommen jetzt noch nicht in Frage. Ja, das werden gelbe Reifen werden, mit denen ich dann durchfahren will. Ich denke, das macht am meisten Sinn. So, wie schnell kann ich ihn aktuell fahren? Also ich führe es ja ganz souverän gerade gegen Perez. 1,49. Ja, die Strecke wird besser. 4,4 Sekunden. Und ich kann noch schön Sprit sparen. Ui. Ja, aber wegdrehen sollte ich mich nicht. Das muss ich nicht haben. Ah, Perez kommt langsam auch wieder mit der Pace mit. Schlecht fährt er nicht. Das reicht jetzt auch, was mager, was ich mir da angespart habe. Ich meine, wenn Perez unser echter Gegner ist, dann bin ich ja ganz glücklich. Muss auch mal überlegen, ob ich Vettel vorbeilasse oder nicht. Alles für die rigged Weltmeisterschaft. Na, war keine gute Runde. 3 Sekunden auf Perez. 5 auf Vettel. Aber der Wagen fährt sich jetzt gerade ganz gut.
Ja, wir fahren ja auch immer zu. Es wird ja auch immer trockener, das Wetter. Dadurch kann ich natürlich jetzt ganz angenehm fahren. Bis 4 Sekunden ist echt eine gute Zeit. Okay. Vettel hat ja auch noch einen richtigen Vorsprung. Ah, der wird auch an Perez jetzt rankommen. Und dann wird er wahrscheinlich versuchen, an mich ranzukommen. Oder mal gucken, wie viel ich im Gegenwehr setzen werde. Bisschen vielleicht schon. 1,49,3, das ist eine gute Zeit gewesen. Eine Sekunde schneller als noch gerade. Und schneller als Perez. Aber starke Runde von Perez, auch Dritter. Das wäre auch ein gutes Rennen für den Sauber geworden. Guck mal, im ersten Sektor verliere ich nur 0,4 Sekunden. Das ist ja süß. Wie krass der mich da rausträgt, ne? Bottas aktuell ist. Ich verschalte mich hier immer. Da muss ich gar nicht schalten. Ich denke aber immer, weil da eine Kurve ist, müsste ich dann runterschalten. Aber ich bin noch gar nicht so hoch. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt. Was das da für eine Schlange wieder ist. Die ist ja komplett krank. So, rechnen wir mal durch. 22 Runden sollte ich erst auf den gelben fahren. Das muss ja locker reichen. Im Moment passt das auf jeden Fall mit gelb. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 7,5 Sekunden. Rot ist mir da noch ein bisschen zu heftig, glaube ich. Wenn ich 22 Runden auf gelb fahren kann. Oder mit rot recht eng. Aber mal gucken, ab wann der Wechsel stattfinden wird. Also aktuell ist definitiv gelb die beste Wahl. Ja, wir kriegen aber Minus-Sprit erstaunlicherweise. Also ich scheine ja wohl etwas unterkalkuliert zu haben oder sowas. Oder die mehr Power kostet halt wirklich viel Sprit. Ich finde das krass, dass Vettel nicht an Perez rankommt. Gut, er fährt. Schon wieder verschaltet. Da kann ich den Vorsprung auf Vettel ausbauen. Dann kann ich ihn auch nicht überholen lassen. So nicht. Das war jetzt eine ganze gerade Vorsprung schon. Aber gleich sieht das wieder anders aus. Wenn es trocken ist. Obwohl, dann müsste ich eigentlich auch schneller sein, weil ich ja dann Trocken-Setup habe. Also, mal gucken, wie konkurrenzfähig ich bin. Jetzt! Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Änderung bestätigt. Geht in Ordnung.
Die will ich nicht. Softs. Die will ich. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Ja, jetzt ist aber auch wirklich trocken. Also ist keiner jetzt an die Box gegangen, erstaunlicherweise, oder? Ich habe jetzt einen richtig krassen Vorsprung. Jetzt sind plus 4 Sekunden. Er kann wahrscheinlich einfach nicht mehr schneller fahren, der Wagen. Mit den Reifen. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Okay. Was wie zu erwartet. Warten. Aber ich will nicht mit Mediums fahren. Will ich mit Softs fahren. Die bleiben draußen, beide. Die bleiben alle draußen. Los, los, los. Warum bleiben die jetzt alle draußen? Hat mich jetzt meine Box ausgetrickst. Also rutscht gut noch. Also der rutscht noch mega, der Wagen. Doch meine Box hat mich ausgetrickst. Also kann man natürlich auch Vettel nach vorne bringen. Also Massa. Ne, Stroll ist nah dran. Kann auch nicht vorher abhauen. Bin ja gespannt, wann die in die Box gehen. Eine Scheiße. Ich habe natürlich die Stundenzeit nicht gesehen, ne? Die auch Runde irgendwie jetzt erst sein können. Wir gehen immer noch nicht an die Box. Da leckt mich doch am Arsch. Bin ja mal gespannt, was ich jetzt für Zeiten fahre. Jetzt gehen sie da doch an die Box. Das ist alles verwirrend. Das kommt mir noch nicht schnell vor. Okay, die Rennleitung hat das DLS jetzt aktiviert. Okay. DLS ist jetzt aktiviert. Muss ja doch gut sein. F,3 sind die aber noch schneller. Jetzt ist der Zeitpunkt, glaube ich, gekommen, wo ich deutlich schneller bin. Aber als ich in die Box gegangen bin, war das definitiv noch nicht so. Naja.
Ist ja auch okay. Wir kriegen das schon hin. Gewuppt. Palmer aus dem Rennen? Ah, ein Vettel an die Box, okay. Ja, da übernehme ich ja locker wieder die Führung. Trotz dieser Sache, dass ich gedacht habe, ich werde jetzt super langsam. 1,47, ja. Das ist deutlich. Aber ich habe mit Sicherheit jetzt was verloren eher. Die haben auch Softs drauf, was auch richtig so ist. Sehr schön, Vettel hat Perez überholt. Nice. Na dann. Muss jetzt aber auch rankommen. Und hier dann auch verdienen. So, hier. Bestzeit, erster Sektor. 8 Sekunden, das waren mal mehr. Das war definitiv mal mehr. Wieder gelb. Also viele Zwischenfälle hier. Magnussen aus dem Rennen. Das könnten mal richtige Sauberpunkte werden. Die sind, glaube ich, nämlich noch nicht draußen. Schauen wir mal, was jetzt für Zeiten wir hier fahren können. Und wie unsere Reifen aussehen. 3%, das ist mega easy. Wer wird da überrundet? Das ist... Der ist eine arme Sau. Oh. Deutlich näher. Verstappen kommt deutlich näher. Verstappen. Vettel kommt deutlich näher. Oh, cool, da ist er gerade despawned. Alonso ist auch aus dem Rennen. Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Verstappen ist fix, ey. Erstmal gegen klarkommen. Das ist ja viel, viel schneller. Was soll das denn? 39,717. Jetzt bin ich gespannt, was Vettel für eine schnellste Runde fährt. 1,38. Okay, wird nicht angezeigt. Fahrer hinter mir. Das ist Sebastian hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 5,1 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,37,6. Können wir ja nicht annähernd gegen klar. Ran. Oh, oh. Was fahre ich denn gerade da für den Müll? Wir sind bei plus eine Runde extra Benzin. Benzinplanziel. Wir sind viel schneller als ich. 1,35. Schnell, wir sind ja auch in der 1,31 gefahren, ne?
auch nicht, was hier gerade los ist. Warum ich hier nicht gerade so schnell bin, wie ich gerne hätte. Erstmal abhauen. Siebenunddreißig, eins. Warum? Warum bin ich so langsam? Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen? Siebenunddreißig, vierhunderteins von Ricciardo jetzt. Dann versuchen wir erstmal mit irgendwie Verstappen mitzuhalten. Das ist 15. Das ist, glaube ich, meilenweit letzter. Er fährt gerade aktuell schneller als ich. Man könnte jetzt sagen, ich mache jetzt hier Teamorder-mäßig hier alles langsamer, aber das ist nicht der Fall. Ich versuche mich theoretisch irgendwie über Wasser zu halten, aber so wie ich fahre, definitiv gerade nicht. Ich bin aktuell noch nicht sicher, warum. 36,6. Fahre ich immer noch deutlich langsamer. Ich glaube, ich muss mich halt einfach dran gewöhnen wieder. Jetzt kann ich auch wieder mit Verstappen ein bisschen mithalten. Das ist krass. Ja, schütter, wie langsam ich bin. Fest haben. Jetzt kannst du aber mal irgendwann auch gelb bekommen, blau bekommen. Du bist langsamer. Check es. 35, endlich. Zeiten werden besser. So. Weg von ihm. Also Verstappen zu überrunden macht keinen Spaß. Zu 34,3. Holy moly. Boah. Das war... ein nicer Quersteher. Perez ist super schnell. Selbst gegen den muss ich erstmal verteidigen.
Das wird noch hart. 15 Runden noch. Na, tschüss. Ja, erst 6 Zehntel habe ich dich halt über Runden verloren. Aber ich kann zumindest jetzt von Verstappen langsam und allmählich abbauen. Was ja echt nervig war. Ich hatte meine Zeit echt auf den Intermediates, auf den zweiten. Ey, da war ich richtig schnell. Aber ich ziehe den Verstappen die ganze Zeit mit DRS. Scheint mir noch nah genug dran zu sein. Definitiv. Ist der noch nah genug dran? Check es, du bist langsamer als ich. Dude! Bleib hinter mir. Perez greift gerade Vettel an. Ich fasse es nicht. Perez ist vorbei. What the shit? Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Erstmal schön verbremsen. Ja, Perez leckt mich am Arsch. Das ist ja super schnell. Vettel hat irgendein Problem. Alter, jetzt geht er mir wieder auf den Sack. Brauche ich irgendwen vor mir, damit ich schneller bin, oder was ist hier los? Es kommt mir wieder so vor, als ob der eingebremst wird. Und ich fahre halt auch schnellere Zeiten jetzt, ey. Das kann doch nicht sein. War einfach mein Dude vor mir. Reproduziere aber auch die ganze Zeit die gleichen Sektoren. Das ändert ja gar nichts quasi. Jetzt kommt er aber weg. Der Verstappen, das ist ganz gut. Geht er mir nicht auf den Sack.
Fahrer hinter mir. Perez liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,2 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 35. Er fährt schneller als ich. Was soll das denn? Das ist echt heftig. Wie sich dieses Rennen entwickelt. Normalerweise hätte ich keine Chance gehabt auf den Sieg. Aber dank glücklicher Umstände und einer guten Strategie kämpfe ich darum. Das ist alles andere als safe. Ich habe zumindest eine Menge Fettgemisch, um mich zu wehren. Aber er kommt näher. 2,8 Sekunden. Da bin ich weit rausgekommen. Das war nicht gut. Ja, das Rennen ist hart. Strahlender Sonnenschein hier jetzt. Ey, könnte das Perez erster Sieg sein? Ist schon mal gewonnen? Glaub nicht. Damals im McLaren glaube ich nicht. Vor India auch nicht. Plus 99, 9 Runden noch. Eine Sekunde langsamer. Das war nix. Diese Runde war richtig scheiße. Na, Vettel ist weg. Ich kann aber auch nicht mehr schneller fahren gerade. Kann doch nicht sein. Force India, Alter. Was ist denn mit Perez los heute? Ich muss mich so konzentrieren, gerade hier vorne zu fahren. Und nicht hier auf Pillipalle zu fahren. Sehr schön. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,7 Sekunden.
Da bin ich jetzt sehr weit rausgekommen. Perez Sieg ist zum Greifen nahe. Nicht auch Ocon hat letztes Mal hier gewonnen? Als ich mit dem Sauber gefahren bin, letzte Saison? Wer liegt da gerade? Keine Ahnung. War jetzt ein schöner zweiter Sektor. Es wird echt ein Fotofinish. Aber dann lasse ich jetzt Vettel natürlich nicht vorbei. Dann geht es jetzt um die Konstrukteurswählen. Ich kann irgendwie gerade die Zeit ein bisschen halten gegen Perez. Was ja mal ganz angenehm ist. Gegen Perez halten ist halt auch krass. Also erste Sektor kommen wir nicht mehr gut durch, ey. Ich weiß auch gar nicht, bei wie viel Reifen wir mittlerweile sind. Ja, gleich mal checken. Ist voll okay. War ich gerade wieder eine schlechtere Zeit. Die Sonne steht so fies gerade. War schon mal eine gute Übung, weil ich eh die ganze Ideallinie nicht sehe. Kann ich sie auch gerade eigentlich auch fast ausmachen. Nee, natürlich jetzt nicht. Aber das ist halt die Bremspunkte erkennen ist halt echt teilweise richtig schwer für mich gerade. Hier, der ist übel. Der Bremspunkt dann die hinteren alle. So. 1,6. Verstappen, man kann abhauen. Also Vettel hat auch irgendeine ganz komische Pace gerade drauf. Aber schon das ganze Rennen über. Hat ja auch irgendwie Probleme. Man sieht gar nichts mehr, ne? Das ist so überbelichtet. Oh, grün. Mensch. Wie nice. Fahren wir doch mal mit Fett, damit er nicht hier in die DS-Zone kommt. Damit ich gar nicht erst in die Bredouille kommen kann. Weil ich Topspeed bin ich nicht gut. Sehr schön.
die macht Spaß, die Kurve. Ich freue mich auf Japan nächstes Mal. Mit dem Ferrari wird das bestimmt mega geil Spaß machen. Ich hoffe, da wird es nicht regnen. Weil das im trockenen Zustand macht einfach zu viel Spaß. Das ist eng. Aber ich kann gerade ein bisschen so den Vorsprung kontrollieren, habe ich das Gefühl. Was ja ganz angenehm ist. War nicht so angenehm die Zeit. Ich habe echt Schwankungen drin. Spricht entweder für gegen meine Physis oder Konzentriertheit. Oder ja, keine Ahnung. Wer ist auch das Gaspedal, was manchmal muckt? Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,7. Ich hab da gerade gar keine Zeit drauf, irgendwie mal zu gucken, ob das die ganze Zeit am Wackeln ist da unten oder nicht. Sektor. Angenehm. Nein, 34 werde ich wohl nicht mehr hinklatschen, oder? Der Wagen immer leichter wird. Glaube ich da trotzdem nicht mehr dran. Oh. Never mind. Das Getriebe hat erstaunlich gut durchgehalten. Es hat noch kein Mucks gemacht. 57%. Jo. Boah, das fährt halt einfach mal eine Sekunde schneller. Da wüsste man ja, wer gewinnt. Eigentlich. Einmal hart verbremst. Vettel, 6 Sekunden. Schade, ey. Ich hätte ihm natürlich gerne geholfen. Jetzt sind halt nur 15 Punkte. Die er da gut machen kann. Was natürlich trotzdem was ist, aber 25 wäre angenehmer. So viel müssen wir auch noch fahren. 2 noch. Ne, 3 noch. Aber ich glaube, ich kann das übers Ziel packen. Bringen. Retten. Sagt er und macht einen fiesen Fehler.
7 Sekunden vor Vettel. Den Abstand zu Perez kann ich sehen. Zwei Runden noch. Sprittechnisch kommt das klar. 1,9 ist gut. Ich habe das Gefühl, dass der Punkt immer näher kommt. Wo 1,9 immer noch da steht. Einfach ganz schön hier, generell jetzt gerade bislang die Runde. Nochmal fett gemischt, um ja nochmal eine schöne Zeit rauszuhauen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ist doch gelogen. Das ist deine letzte schöne Zeit. Der Sieg ist mir nicht mehr zu nehmen, außer ich mache Quatsch. Auch richtig gut mit dem Benzin gemacht, alles. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald. Bin zufrieden. Aber sehr glückbedingt. Also Platz 3 wäre drin gewesen. So wie es läuft. Wobei halt die Red Bull Probleme hatten. Beide Mercedes hatten Probleme, also. Und ich kämpfe gegen den Perez. Also. Ist auch nicht, was ich davon halten soll. Wie meine Performance hier war. Also die muss im nächsten Rennen besser werden. Habe ich bestimmt nicht nochmal so viel Glück. Ich war aber letzter zwischenzeitlich. Ey, holy shit. Ja, das ist schon lange her. Und jetzt ziehen wir das einfach mal schön durch. Gewinn die Kacke. Nice. Sehr, sehr schön. Jawohl. Karierte Flagge. Boom. Glück gehabt, aber nichtsdestotrotz Platz 1. Jetzt bin ich aber auch fertig, ey. Das war ein hartes Rennen. Definitiv ein richtig, richtig, richtig hartes Rennen. Mit einem überraschenden zweiten Platz, definitiv. Perez da Platz 2 erreicht hat. Das ist schon stark. Hätte Perez sogar fast noch den Sieg kriegen können. Der ist 14. geworden, Alter. Holy shit, vom 14. gekommen. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Mercedes Kandidat? Ist noch Sechster geworden, ja. Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er sehr viele did not finishes. Verstappen kriegt 6. Hat 6 Strafen bekommen. In dieser Saison wird es Rangliste. Okay, also es sieht sehr gut aus, dass wir Raikön doch hart überholen werden. Das heißt, wir sind eigentlich sehr, sehr gut unterwegs insgesamt. 21 Punkte nur noch Rückstand auf Hamilton. Also, ich sag mal so, das ist noch machbar. Das ist noch machbar für Vettel. Aber ich brauche auf jeden Fall da Schützenhilfe.
Konstrukteurs-WM sieht sehr gut aus für uns. Da kann man echt zufrieden sein. Wie sieht's denn aus hier mit den Sauber? Haben die jetzt... Oh, Eriksen hat mehr Punkte als Werler, obwohl er erst so kurz dabei ist. Aber diesmal gibt's keine Punkte für Sauber. Wow. Alter, die sind 18. und 17. geworden. Nee, Moment, ist die Fahrerrangliste. Da! Eriksen ist 8. geworden. Und 10. Starkes Ding, starkes Ding. Jetzt nochmal kurz die Rennleitung angucken, damit wir jetzt alles dann durch haben. 3 Stops, ich habe die wenigsten Stops gemacht. Das hat mir auf jeden Fall viel gebracht. Bottas 7. Grosjean 7. Das ist alles so buggy teilweise. Also das kann mir keiner erzählen, dass das nicht buggy war. Naja. Nichtsdestotrotz, ja. Aber es war nicht so schlimm wie sonst, aber wo die dann halt jede Runde gestoppt sind. Also da bin ich ganz froh drum. Okay, ja, da gibt's, glaube ich, gar nicht mehr zu viel zu sagen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, ihr geilen Schnittchen. Das war ein schöner Sieg. Hauen Sie rein. Bis dann. Tschüss.